Hallo liebe Freunde und Freundinnen, heute schreiben wir eine Anmeldung. Ich mache jeden Tag ein neues Video. Abonniert meinen Kanal und ihr werdet kein neues Video von mir verpassen. Danke! Hier ist die Aufgabe. Sie suchen eine Nachmittagsbetreuung für Ihre Kinder. In der Zeitung haben Sie eine Anzeige vom Hort Sonnenschein gelesen. Sie möchten dort Ihre Kinder anmelden. Schreiben Sie eine E-Mail an die Hortleiterin Frau Blum. Vier Punkte dazu: Grund des Schreibens, warum brauchen Sie Nachmittagsbetreuung, Informationen über die Kinder und Kosten. In dieser Aufgabe haben wir einen Namen, Frau Blum. Sie ist Hortleiterin. Diese E-Mail ist offiziell. Frau Blum ist nicht meine Freundin. Deshalb schreibe ich: Sehr geehrte Frau Blum. Achtet auf das Wort geehrte. In der Aufgabe steht: Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen. Wir schreiben den ersten Satz genauso. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Und ich interessiere mich und weiter aufpassen. Ich interessiere mich über Ihr Angebot, für Ihr Angebot oder ohne Präposition. Ich interessiere mich Ihr Angebot. Welche Lösung ist richtig? Richtig ist die zweite Lösung für. Ich interessiere mich für Ihr Angebot. Wir haben noch zwei Sätze in der Aufgabe, die wir benutzen können. Sie suchen eine Nachmittagsbetreuung für Ihre Kinder und Sie möchten dort Ihre Kinder anmelden. Sie suchen, das bin ich, ich suche eine Nachmittagsbetreuung für meine Kinder. Also Sie löschen wir, schreiben ich dazu, ich suche, N kommt auch weg, Ihre Kinder, wir schreiben meine Kinder. Hier auch, ich möchte meine Kinder anmelden. Ich suche eine Nachmittagsbetreuung für meine Kinder. Und würde sie gern bei Ihnen ab 1.9.2020 anmelden. Würde ist in diesem Satz gleich wie möchte. Ich möchte meine Kinder anmelden. Ich würde meine Kinder anmelden. Aber würde ist besser als möchte. Der Satz ist schöner. Wir schreiben jetzt den zweiten Punkt. Warum brauchen Sie Nachmittagsbetreuung? Ich brauche eine Nachmittagsbetreuung, weil ich nachmittags arbeite. Und mein Mann auch. Mein Mann und ich arbeiten von Montag bis Freitag bis 15 Uhr. Deshalb brauchen wir eine Nachmittagsbetreuung für unsere Kinder. Der Satz mit deshalb ist eine gute Grammatik und wir könnten hier auch ein gutes Wort benutzen, dringend. Dringend bedeutet schnell, sofort. Dieses Wort ist ein B1-Wort und ist sehr schön in diesem Satz. Brauchen wir dringend.
dringend eine Kinderbetreuung für unsere Kinder. Ich habe eine Idee. Das Wort Kinder ist ein A1-Wort. Aber es gibt ein schönes Wort, Zwillinge. Ich schreibe hier nicht Kinder, sondern Zwillinge. Zwillinge sind Kinder, die gleichzeitig geboren wurden. Manchmal bekommt eine Frau zwei Babys auf einmal. Diese Kinder sind Zwillinge. Das Wort Zwillinge ist viel schöner als das einfache Wort Kinder. Informationen über die Kinder. Wir müssen natürlich schreiben, wie alt die Kinder sind, in welche Klasse sie gehen. Also ich schreibe mit Namen. Adam und Daniel sind 8 Jahre alt und gehen in die 3. Klasse. Das Wort 8 schreiben wir mit Buchstaben. Alle Zahlen bis 12 sollte man mit Buchstaben schreiben. Ab 13 schreiben wir mit Zahlen, dann wie eine Nummer. 8 Jahre alt und gehen in die 3. Klasse. 3. schreiben wir auch mit Buchstaben. Sie sind aktiv und brauchen viel Bewegung. Sie sind sehr aktiv und brauchen viel Bewegung. Trotzdem, ein Satz mit trotzdem ist auch sehr schön. Trotzdem sind sie sehr gut in der Schule und können ihre Hausaufgaben selbstständig erledigen. Hier benutzen wir auch zwei gute Wörter. Erledigen bedeutet machen. Aber machen ist ein A1-Wort und erledigen ist ein B1-Wort. Selbstständig bedeutet ohne Hilfe, allein, selbst. Ist auch ein B1-Wort. Wir haben jetzt alles geschrieben. Es gibt nur noch eine Frage. Haben Sie 2 Plätze frei? Wir sollten hier diese Frage schreiben, aber wir schreiben eine indirekte Frage. Wie schreibt man eine indirekte Frage? Wir beginnen eine indirekte Frage mit einem anderen Satz. Zum Beispiel, ich würde gern wissen, Komma, weiter kommt ein Nebensatz. Die Frage machen wir zum Nebensatz. Unsere Frage hat kein Fragewort. Das ist eine Ja- oder Nein-Frage. Deshalb beginnen wir mit dem Wort ob. Wenn eine Frage ein Fragewort hat, dann brauchen wir kein ob. Aber hier schon. Ich würde gern wissen, ob. Und wie ich schon gesagt habe, ist dann unsere Frage ein Nebensatz. Das bedeutet, das Verb haben muss am Ende stehen. Sie noch Plätze frei haben. Und jetzt ist unsere indirekte Frage fertig. Der Satz ist sehr schön und ist auch ein B1-Satz. In der Aufgabe haben wir noch eine Frage. Kosten. Nach dem Wort Kosten steht ein Fragezeichen. Das bedeutet, wir müssen hier eine Frage schreiben. Wie viel kostet die Nachmittagsbetreuung im Monat? Aber wir schreiben hier auch eine indirekte Frage. Wir benutzen einen
anderen Anfangssatz. Könnten Sie mir mitteilen? Mitteilen bedeutet Bescheid geben, sagen, schreiben, informieren. Außerdem ist auch ein schönes Wort. Es bedeutet auch. Könnten Sie mir auch mitteilen? Aber schöner ist, könnten Sie mir außerdem mitteilen. Und dann kommt unsere Frage, wie viel kostet es? Aber diese Frage schreiben wir auch als Nebensatz. Das bedeutet, das Verb kostet steht am Ende. Könnten Sie mir außerdem mitteilen, wie viel es im Monat kostet? Wir brauchen nur noch einen Schlusssatz. Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen. Diesen Satz könnt ihr auswendig lernen und in anderen Briefen auch benutzen. Der Satz bedeutet, wenn ich schnell eine Antwort bekomme, dann freue ich mich. Wir beenden unseren Brief mit freundlichen Grüßen, Vorname und Familienname. Danke, bis morgen!